Jungs, heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch am Start. Und zwar werden wir heute mal die Internetseite Loot4Games testen. Denn Loot4Games verkauft ja Unlock-All-Accounts und Money-Booster für GTA Online. Und da ich ja ein GTA Online-YouTuber bin, werde ich für euch heute mal testen. Ich werde es live testen, also ich werde einen Live-Testkauf machen und gucken, ob die Money-Booster bei Loot4Games wirklich funktionieren, ob man da abgezogen wird oder ob das Ganze wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und genau deswegen habe ich mir hier, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, einen komplett neuen GTA-Charakter erstellt. Und ich werde jetzt mal bei Loot4Games etwas kaufen und euch mal live mitnehmen und gucken, ob das Ganze überhaupt funktioniert. So, und zwar um ein kleines Vorher-Nachher-Bild zu machen, wollte ich euch jetzt einmal kurz zeigen, was hier auf dem Account überhaupt drauf ist, den ich mir neu erstellt habe. Und zwar könnt ihr sehen, ich habe hier zwar ein paar Garagen, aber hier ist absolut nichts drin, außer ein einziges Auto. Und ihr könnt sehen, ich bin hier Level 13 und habe ungefähr 400.000 GTA-Dollar. Also Level 13, 400.000 und ein Auto in der Garage. Mehr habe ich auf diesem Account nicht. Und ich werde jetzt mal gucken, ich werde mir nämlich jetzt einen Money-Booster bei Loot4Games kaufen und ich gucke jetzt mal, ob das Ganze funktionieren wird. Und falls ihr auch Interesse habt, also falls ihr euch die Seite von Loot4Games erstmal angucken wollt oder falls ihr auch vielleicht überlegt, irgendwas zu kaufen, Link zu Loot4Games findet ihr, allererster Link in der Videobeschreibung. Mit dem Link, den ich euch verlinkt habe, spart ihr sogar nochmal 20%. Also das Ganze ist ein 20% Rabattlink. Wenn ihr über den Link einkauft, spart ihr nochmal 20%. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an und ich werde das Ganze jetzt mal für euch testen. So, und zwar, wenn ihr jetzt mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung draufklickt, kommt ihr schon direkt auf die Internetseite von Loot4Games. Und ihr könnt ihr schon sehen, zurzeit ist es auch so, bei Loot4Games bekommt ihr bis zu 100 Millionen GTA-Dollar zu eurem Einkauf dazu. Wir werden nochmal gucken, ob das Ganze wirklich so ist. Und ja, wenn ihr jetzt hier auf der Seite nämlich drauf seid, könnt ihr erstmal auswählen, für welches Spiel ihr überhaupt den Money Boost haben wollt. Wir wollen ja einen GTA Money Boost kaufen, deswegen wählen wir jetzt hier einmal GTA aus. Und sobald wir das Ganze jetzt hier gemacht haben, kommen wir auf die Weiterleitungsseite und hier sehen wir dann die verschiedenen Angebote zur Auswahl. Hier gibt es nämlich PC Boosts, PS4 Boosts und Xbox Booster. Also verschiedene Auswahl. Wenn ihr auf PS4 spielt, müsst ihr ein anderes Paket auswählen. Hier könnt ihr schon oben sehen, ganz oben gibt es die Pakete für PC. Darunter gibt es die Unlock All Accounts für PS4. Und hier seht ihr schon PS4 Boosts. Das ist das, was wir suchen. Hier können wir uns Geld für unseren eigenen GTA-Charakter kaufen. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen weiter runter geht, könnt ihr sehen, hier sind auch noch die ganzen Sachen für Xbox One. Also wenn einer von euch auf Xbox One spielt, kann er hier das Ganze auswählen. Aber wenn ihr auf PS4 spielt, wählt ihr hier ganz einfach einen PS4 Booster aus. Und da könnt ihr schon sehen, wenn ihr hier einmal draufklickt, kommt ihr auf das ganze Angebot, auf das PS4-Angebot. Und ihr könnt hier, wie gesagt, bis zu 1 Milliarde GTA-Dollar kaufen. Also ihr könnt hier bis zu 1 Milliarde GTA-Dollar für euren eigenen Account kaufen. So, und zwar, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist natürlich erstmal die Geldmenge auswählen. Wie viel Geld wollen wir überhaupt haben? Ihr könnt hier sehen, wenn ihr 5 Millionen Dollar kauft, bekommt ihr halt nochmal 5 Millionen Dollar geschenkt. Das ist das, was ich euch gerade eben gesagt habe. Und ihr könnt hier sehen, 15 Millionen Dollar für 35 Euro, das ist wirklich ein kranker Preis. Und ihr könnt hier auch sehen, 50 Millionen, also ihr könnt sehen, die Preise sind wirklich unschlagbar. Teilweise müsst ihr hier für 1 Million Dollar bezahlt ihr unter 1 Euro. Also ihr könnt hier sehen, wenn ihr euch hier 85 Millionen Dollar kauft, bezahlt ihr 75 Euro. Das sind ungefähr 80 Cent pro Million und das ist halt wirklich krass. Ich werde jetzt hier aber zum Testen einfach mal 5 Millionen kaufen, beziehungsweise 10 Millionen. Und dann könnt ihr sehen, wenn ihr das Ganze jetzt hier ausgewählt habt, geht ihr einfach mal runter. Und jetzt könnt ihr hier bei Produkt Options noch auswählen, wenn ihr PS Plus habt, also wenn ihr noch kein PS Plus habt, könnt ihr euch einmal für 10 Euro nochmal PS Plus dazu kaufen. Und wenn ihr keine 200.000 GTA-Dollar habt, könnt ihr euch hier für 200.000 GTA-Dollar halt nochmal für 10 Euro kaufen. Weil ihr braucht halt, um den ganzen Money Booster machen zu können, braucht ihr halt mindestens 200.000. Hier könnt ihr dann nochmal Rang auswählen. Also wollt ihr noch extra Rang haben, wenn ihr nochmal Level 120 werden wollt, könnt ihr das Ganze hier auch noch auswählen. Und zusätzlich könnt ihr hier noch Expresslieferung auswählen, wenn ihr wollt, dass der Money Booster innerhalb von 24 Stunden da ist. Wir werden auf jeden Fall mal gucken. Ich werde jetzt ohne Express kaufen und ich werde mal gucken, wie lange es ohne Express dauert. Und sobald ihr das Ganze jetzt hier fertig ausgewählt habt, müsst ihr hier einmal eure PSN-E-Mail und euer PSN-Passwort eintragen. Ich werde das Ganze jetzt mal ganz kurz machen. Ich muss das Ganze natürlich im Hintergrund verpixeln, weil das ist halt ein Account, auf dem ich auch privat spiele, weil das Ganze jetzt hier, wie gesagt, ein Test ist. Ich werde hier einen Account nehmen, auf dem ich selber auch spiele. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier auch mal verpixeln, damit halt keiner meinen Account sozusagen klauen kann. Sobald ihr jetzt hier alles ausgewählt habt, geht ihr einfach auf in den Warenkorb und dann könnt ihr hier nochmal eine Übersicht sehen. Also ihr seht jetzt hier nochmal genau, was ihr halt ausgewählt habt. Also ihr könnt hier sozusagen halt nochmal überprüfen, ob das, was ihr jetzt überhaupt ausgewählt habt, überhaupt das ist, was ihr wollt. Bei mir ist jetzt alles richtig und deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal weiter zur Zahlung. Und dann könnt ihr schon sehen, es gibt halt hier auch verschiedene Zahlungsmethoden sozusagen.
könnt ihr einfach mal weiterklicken und dann habt ihr hier sozusagen halt die verschiedenen Sachen zur Auswahl. Zuerst mal müsst ihr natürlich jetzt hier einmal eure Kontaktinformationen angeben. Das werde ich jetzt mal ganz kurz machen. Ich mache jetzt also mal ganz kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe nämlich jetzt hier mal alles angegeben, E-Mail-Adresse und so weiter. Und sobald ihr das Ganze jetzt hier gemacht habt, kommt ihr jetzt hier auch schon weiter zur Bestellzusammenfassung. Hier könnt ihr jetzt noch einmal ein Geschenk, Karten oder einen Rabattcode eingeben. Das könnt ihr gerne mal machen. Und zwar könnt ihr einfach mal den Rabattcode CASER eingeben, also C-A-S-E-R. Und dann spart ihr nochmal zusätzlich irgendwie 5%. Also habt ihr nochmal einen 5% Rabattcode. Könnt ihr auf jeden Fall gerne eingeben, wenn ihr wollt, um nochmal Geld zu sparen. Und jetzt hier bei Zahlung habt ihr halt die verschiedenen Zahlungsmethoden sozusagen. Amazon Pay, Sofortüberweisung und so weiter. Falls ihr mit PaySafe-Karte bezahlen wollt, wählt ihr einfach QuickPay aus, weil QuickPay ist hier in dem Fall PaySafe-Card. Ich werde auch mit PaySafe-Karte bezahlen, deswegen werde ich hier auch einmal QuickPay auswählen. Aber es gibt halt auch noch Klarna, Coinbase, Visa und so weiter. Also das könnt ihr halt auswählen, wie ihr wollt. Und ich habe jetzt hier einmal ganz kurz PaySafe-Card ausgewählt. Dann seht ihr schon, ihr werdet hier einmal weitergeleitet und müsst jetzt hier einmal eure PaySafe-Karte sozusagen eingeben. Ich werde das Ganze jetzt einmal ganz kurz machen. So, und zwar könnt ihr sehen, ich habe jetzt hier einmal ganz kurz meine PaySafe-Karte eingegeben, beziehungsweise ich gebe jetzt hier einmal ganz kurz meine PaySafe-Karte ein. Und dann könnt ihr das Ganze jetzt auch schon ohne Probleme bezahlen. Und sobald ihr das Ganze jetzt hier bezahlt habt, könnt ihr sehen, ihr werdet jetzt hier weitergeleitet. Und dann könnt ihr sehen, dass das Ganze jetzt hier auch schon funktioniert hat. Ihr habt jetzt bezahlt und das ganze Geld wird jetzt auf euren Charakter drauf gemacht, beziehungsweise das ganze Geld wird jetzt drauf geboostet. Ihr könnt jetzt sehen, ich habe das Ganze jetzt hier bezahlt. Und sobald ihr jetzt hier bezahlt habt, werdet ihr sehen, dass ihr erstmal innerhalb von ungefähr einer Minute werdet ihr eine E-Mail bekommen, eine Bestätigungs-E-Mail. Das könnt ihr jetzt hier im Hintergrund auch gerade mal sehen. Es hat jetzt ungefähr eine Minute gedauert, dass ich jetzt hier eine Bestätigungs-E-Mail bekommen habe. Und ungefähr eine Stunde später habe ich dann schon eine E-Mail bekommen, dass schon angefangen wurde, Geld auf meinen Account zu machen sozusagen. Und ich werde jetzt mal gucken, wie lange das Ganze jetzt hier dauert. Also ich werde euch jetzt mal gleich ein Update geben, wie lange das überhaupt jetzt gedauert hat, wie lange ich jetzt gewartet habe, bis irgendwas an meinem Account überhaupt passiert ist. So, und zwar hat das Ganze jetzt ungefähr 30 Stunden gedauert und ihr könnt sehen, ich habe das ganze Geld drauf. Ich habe sogar mehr Geld bekommen, als ich eigentlich kriegen sollte. Ich habe nämlich, ja, wie ihr gesehen habt, 10 Millionen bestellt und ich habe 10 Millionen und 500.000 bekommen, also sogar noch mehr. Und das Ganze hat jetzt, ja, es hat jetzt ungefähr 30 Stunden gedauert. Und das ist halt eigentlich sogar sehr gut, weil ich habe ja ohne Express gekauft. Und 30 Stunden, das ist ungefähr, ja, ein bisschen über einen Tag, ist es halt gar kein Problem. Also die Zeit wurde eingehalten. Und ihr könnt jetzt schon mal sehen, was sogar noch richtig krass ist. Ich habe sogar zusätzlich noch ein Auto geschenkt bekommen. Ich habe nämlich, wie ihr sehen könnt, mein Auto, was vorher drin war, ist noch drin. Und zusätzlich sind noch zwei Deluxus drin. Also ihr könnt sehen, ich habe sogar noch mehr Geld bekommen, wie ich eigentlich kriegen hätte sollen. Und zusätzlich noch zwei Deluxus, was auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr krass ist. Und ich würde sagen, es war schon mit dem Test. Ich würde sagen, Loot4Games hat auf jeden Fall den Test bestanden. Link zu Loot4Games, allererster Link in der Videobeschreibung. Und als kleines Geschenk wollte ich diesen Account jetzt hier einfach für euch einmal verlosen. Und wenn ihr diesen Account gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur diesem Video hier ein Like geben und ganz einfach nur meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr diese Schritte erfüllt habt, habt ihr die Chance, diesen Account zu gewinnen. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao. Falls ihr natürlich noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Also falls ihr auch eine Frage habt, falls ihr noch was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.